Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Ganz genau so sieht's aus. Wir verschönern Ihre Mittagspause. Jeden Tag ist hier der Chef eines Unternehmens bei uns zu Gast in den Skyline-Studios. Und heute ist Marcel Trost bei mir. Hi, schön, dass du da bist. Hi Alicia, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, auch da zu sein. Geht's dir gut? Ich bin super, super begeistert von diesem Ausblick hier bei den Skyline-Studios. Grandios. Wirklich schön. Also wenn man das jeden Tag sehen kann, das ist schon wirklich ein Geschenk. Und Achtung, ich habe mir was überlegt, um das anzukündigen, was du machst. Moment. Es gibt 194 Länder, ich will jedes davon sehen. Ganz genau. Wenn man diese 194 Länder bereisen will, dann ist man bei dir genau richtig. Warum? Darüber sprechen wir hier gleich. Aber ansonsten hast du ja heute auch hier noch eine ganz andere wichtige Aufgabe. Du bist nicht nur Chef und stellst dein Unternehmen vor. Nee, du bist auch heute hier unser Musikchef und darfst eine Stunde lang die Musik bestimmen. Du hast eine Playlist mitgebracht und ich sehe jetzt auf dieser Wunsch-Playlist als ersten Song Phil Collins In the Air Tonight. Cooler Song. Warum hast du dich für den entschieden? Das ist für mich eines, ja, das Wort heißt episch, ist vielleicht ein bisschen hart, aber es ist für mich eines der besten Songs, die jemals überhaupt entstanden sind. Und seitdem ich den Song das erste Mal im Radio gehört habe, war ich von vornherein so geflasht und gesagt, das ist für mich egal wie. Mhm. Ich muss in jeder Lebenssituation, hat dieses Lied mich begleitet und ich finde es einfach nur grandios. Ja, Phil Collins auch ein Wahnsinnskünstler und deshalb hören wir jetzt In the Air Tonight und wir hören uns dann gleich hier bei Chef on Air. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Ja, schön, dass Sie bei uns sind an diesem Dienstagmittag. Wir bringen Ihren Chef ins Radio. Jeden Tag stellen wir Ihnen ein Unternehmen vor und der Chef, der ist dann einfach live hier bei uns in unseren Skyline-Studios. Und heute zu Gast bei mir ist Marcel Trost. Hallöchen. Hallo Alicia. Ja, du bist der Geschäftsführer vom Reisebüro Atlantis in Dietzenbach. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hier bei uns in den Skyline-Studios, da sieht man normalerweise alle paar Minuten einen Flieger entweder abheben oder landen. Im Moment sind es deutlich weniger, liegt natürlich an Corona. Deshalb jetzt zuallererst die wichtigste Frage. Kann man eigentlich im Moment trotzdem beruhigt Urlaub machen? In der Tat, bin sehr froh, dass du das fragst, weil tatsächlich kann man momentan wirklich bedenkenlos Urlaub machen. Wir haben Regeln, die wir auch letztlich hier in unserem Alltag immer haben, was Abstände angeht, was das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Öffentlichkeit angeht. Und im Prinzip, wenn ich heute öffentliche Verkehrsmittel fahre, wenn ich mit der Deutschen Bahn fahre oder wenn ich fliege, muss ich es auch tragen. Aber im Urlaubsland habe ich im Prinzip die gleichen Regeln, wie ich sie hier auch habe. Es spricht überhaupt nichts dagegen, wegzufliegen. Ganz im Gegenteil, da viele Hotels oder viele Reiseziele momentan eher reglementiert sind, dass sie nicht zu 100% ihre Hotels auslasten dürften, habe ich sogar den Vorteil, dass ich momentan in der Hauptsaison, in der wir immer noch sind, an den Stränden und in den Hotels niemals eine ausgebuchte Situation erlebe, wie es ja stellenweise, was wir jetzt ja in den letzten Tagen mitgekriegt haben, eher noch in Deutschland eigentlich der Fall ist. Jetzt sehe ich bei dir auch schon so leicht gebräunte Haut. Warst du diesen Sommer auch schon weg oder geht es für dich noch irgendwo hin? Es geht für uns noch weg tatsächlich. Wir sind ja auch von heute auf morgen von dieser Corona-Krise letztlich in Reisebus ganz stark betroffen gewesen, hatten jetzt erstmal einen Hauptfokus damit, Reisen, die abgesagt wurden, wieder rückabzuwickeln, unseren Kunden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, auch denen, die jetzt eben Reisen geplant haben, auch noch mitteilen zu können, wegen der vorliegenden warmen Reisebeschränkung für einzelne Ziele, was ist momentan möglich und was geht nicht. Aber wir haben jetzt vor, dass wir im Oktober, das haben wir schon länger gebucht, jetzt für uns eine Woche nach Zypern. Ach, wunderbar. Jetzt hast du es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Es war eine sehr harte Zeit für dich und wahrscheinlich auch für die gesamte Reisebranche. Kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, wie ungefähr so dieser ganz große Schaden ausgesehen hat? Das ist relativ einfach zu sagen. Du bist von einem Tag auf den anderen, fliegst du von 100 auf 0, wirst du ausgebremst, weil einfach die gesamte Welt stillsteht. Also so blöd es klingt, wir brauchen in unserer Branche eine funktionierende Welt. Wir haben ja nicht ein Reiseziel, das wir verkaufen. Wir haben ja das Glück, dass wir vor Corona im Prinzip die ganze Welt bereisen durften. Das ist ja auch etwas, was ja immer wieder mal gesagt werden muss. Wir haben das Glück, dass wir überall hinfahren können. Und plötzlich wirst du so ausgebremst von einem Virus, was du nicht sehen kannst, was du nicht schmecken kannst, was du nicht fühlen kannst. Und für viele war es einfach sehr unwirklich. Und ich mache den Job jetzt seit über 30 Jahren. Und als man mir in der ersten Aprilwoche seitens des Auswärtigen Amtes gesagt hat, wir müssen alle Reisen bis Ende April absagen. Eine solche Situation haben wir einfach noch nie vorher miterlebt, muss ich sagen. Und das ist etwas, das ist wirklich jeder Hotelier, jede Fluggesellschaft, jedes Reisebüro, jeder Reisekonzern war plötzlich mit einer Situation konfrontiert,
dass alles zum Erliegen kommt und das ist schon wirklich dramatisch, ja? Ja, wirklich eine dramatische Zeit, die, glaube ich, die wenigsten von uns irgendwie in so einer Art schon mal erlebt haben. Wir hoffen natürlich, dass es da ganz, ganz bald bergauf geht, natürlich auch für die Preisebranche, aber jetzt wollen wir mal von einem ernsten Thema zu einem schönen Thema kommen und das ist ja immer die Musik. Die Musik ist immer schön und du hast uns heute eine Wunsch-Playlist mitgebracht und ich sehe da jetzt Bruce Springsteen, I'm on fire. Warum hast du diesen Song heute mitgebracht? Das ist auch etwas, ich finde Bruce Springsteen einen grandiosen begnadeten Künstler mit einem starken Rückgrat und einem sehr, sehr starken Persönlichkeit und was er an Songtexten schreibt, finde ich, hat wirklich Hand und Fuß. Ja. Und auch bei diesem Lied verbinde ich Jugenderinnerungen mit, muss ich sagen. Und auch ein Song, der Jahrzehnte später, finde ich, immer noch geht. Auf jeden Fall. Also wir schwelgen jetzt ein bisschen in deinen Jugenderinnerungen und ich spiele dir Bruce Springsteen mit I'm on Fire. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Ja, jeden Tag hören Sie hier von 12 bis 13 Uhr den Chef eines Unternehmens bei uns live. Und der Gast in der heutigen Chef on Air Sendung ist Marcel Trost vom Reisebüro Atlantis in Dietzenbach. Wir haben vorhin schon über das Coronavirus gesprochen. Es waren ja sehr, sehr harte Zeiten für dich und die ganze Reisebranche. Hast du denn trotzdem noch einen Tipp für alle, die vielleicht jetzt trotz Corona nochmal Urlaub machen wollen? Ich meine, der Sommer ist ja noch nicht um, ganz offensichtlich. Nee, Gott sei Dank ist er noch nicht um. Und tatsächlich haben wir ganz aktuell auch etwas mitgebracht. Seit letzter Woche ist es nämlich so, dass die Kanarischen Inseln ganz proaktiv für Urlauber werben. Zum einen hat es auf den Inseln tatsächlich so gut wie keine großartigen Infektionsgeschehnisse zuletzt gegeben. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass die Kommunalverwaltung dort gesagt hat, sollte wieder erwarten, sich ein Urlauber auf den Inseln infizieren mit dem Virus, übernimmt die kanarische Regierung alle daraus entstehenden Kosten, die Unterbringung im Krankenhaus, Rückflug, Hotelverbindung, alles wird übernommen, weil man einfach ein positives Signal setzen möchte. Und ich glaube, es ist ein ganz, ganz starkes Zeichen, was gerade jetzt eben aus Spanien kommt. Ja, Wahnsinn, auf jeden Fall. Also ich habe noch ein paar Urlaubstage übrig, vielleicht. Also es ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Jetzt muss man ja sagen, dass auf dem Reisemarkt wahnsinnig viel dazugekommen ist. Man kann Online-Urlaub buchen, dann gibt es Reisefernsehsender und dann gibt es natürlich noch ganz, ganz viele Reisebüros. Jetzt sag mir doch mal, warum, also als Leiter vom Reisebüro, warum ist es immer am besten, bei euch persönlich vorbeizukommen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin auch sehr froh, dass du sie stellst, Alicia, weil tatsächlich es ist so, ich kann mich natürlich online überall vorher erkunden. Wir sind auch, weil du Reisefernsehen angesprochen hast, wir sind ja auch exklusiver Sonnenklar-TV-Partner in Dietzenbach. Das heißt, alles, was ich in dem Reisesender sehe, kann ich 1:1 bei uns auch vor Ort im Reisebüro buchen. Aber ganz entscheidendes Reisen ist aus unserer Sicht eine Vertrauenssache. Ja. Und Reisen ist etwas, wir leben von Empfehlungen heute. Und wir sind in den 25 Jahren, die wir jetzt vor Ort selbstständig sind und ich selber schon seit über 30 Jahren in der Branche bin, wir kennen sehr, sehr viel und wir könnten es doch gar nicht erlauben, heute eine schlechte Empfehlung auszusprechen oder jemanden irgendwo hinfahren zu lassen, wo wir wissen, das ist vor Ort nicht das, was er sich erhofft. Und für uns ist halt ganz klar, jeder arbeitet lange, um sich dann sein Geld zu sparen und dann anschließend Urlaub machen zu können. Und jeder hat das Recht auf die sogenannten schönsten Wochen des Jahres. Und für uns ist halt ganz wichtig, sprecht mit uns, weil mit einer Maschine zu sprechen wird sehr schwer, wenn ich online vor meinem Rechner bin. Stimmt. Aber mit Menschen, wir können zuhören und wir wissen einfach, wo es schön ist. Dafür haben wir einfach unglaublich viel Erfahrung, auch aus vielen eigenen Reisen, die wir gemacht haben. Ja, das stimmt. Und ihr wollt ja auch, dass die Leute wiederkommt. Also bietet ihr ja auf jeden Fall den bestmöglichen Service. Jetzt, was bei euch in eurem Reisebüro noch dazukommt, ihr bietet seit 25 Jahren auch ganz besondere Events und Reisen für die Kunden an. Bei euch heißt das Kulturkreis. Was genau ist das denn und ja, wo geht die nächste Reise hin? Ja, das ist eine Wortspielerei, die wir uns überlegt haben. Das Kultur, das Cool soll eigentlich die Abkürzung für Kulinarik sein und das Tour für das Touristische, was wir haben. Weil einfach Reisen, Essen und Trinken sind drei Faktoren, die, glaube ich, bei ganz vielen Menschen im Leben einen sehr hohen Stellenwert haben. Und das Ganze unter einen Hut zu bringen, ist eigentlich so die Zielsetzung, die wir haben. Und so, dass wir dann zum Beispiel sagen können, wenn wir jetzt Kurzreisen mit unseren Urlaubspartnern und mit unseren Kunden machen, dass wir da immer auch so einen kleinen lokalen Schwerpunkt, was die Gastronomie angeht, reingeht. Und in diesem Jahr zum Beispiel werden wir als Anfütterung sozusagen eine Weinreise in Deutschland anbieten. Och, das klingt ja richtig, richtig toll. Also bei Essen und Trinken bin ich gerne immer mit dabei. Und jetzt ist es ja so, hier bei Chef on Air, da ist der Name ja Programm. Also du stellst hier heute nicht nur dein Unternehmen vor, sondern du bist auch unser Musikchef. Und du hast hier auf deiner Wunschplaylist den nächsten Titel, Brandy, Almost Doesn't Count. Warum der Song? Das ist ganz einfach und ganz schnell erzählt. Bei diesem Lied habe ich mich in meine Frau verliebt. Oh.
Und das hat natürlich, für mich darf das auf keiner Playlist fehlen. Also die Frau, die sitzt hier gerade auch mit im Studio und sie grinst bis über beide Ohren. Eine schönere Liebesgeschichte gibt's eigentlich nicht und der passende Song dazu, jetzt Brandy, Almost Doesn't Count, für deine Frau. Der Chef on Air, Radio Frankfurt, verschönert ihre Mittagspause. Ja, jeden Tag ist zwischen 12 und 13 Uhr der Chef eines Unternehmens bei uns zu Gast. Und falls Sie selbst Chef sind oder Mitarbeiter und sich denken, hey, mein Chef, der muss unbedingt mal ins Radio und von unserem Unternehmen erzählen, dann können Sie sich gerne auf unserer Homepage anmelden und dann sind Sie vielleicht schon bald in unseren Skyline-Studios zu Gast. So wie heute Marcel Trost, der Geschäftsführer vom Reisebüro Atlantis. Du bist immer noch da? Ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Das sehe ich auch so. Wäre blöd, wenn du jetzt einfach weg wärst. Wir haben schon ganz viel erfahren und gleich wollen wir auch noch ein bisschen mehr über das Reisen sprechen. Unter anderem über das Verreisen innerhalb Deutschlands. Das ist ja im Moment auch ein ganz, ganz großes Thema. Aber davor hast du noch einen Wunsch frei. Du darfst dir einen Song bei mir wünschen. Und du hast dir gewünscht, Frankie Goes to Hollywood mit Relax. Warum? Das ist ganz einfach. Ich bin Jahrgang 70, das heißt, die 80er Jahre war meine Sturm- und Drang-Phase. Frankie Goes to Hollywood war auch tatsächlich das erste Konzert, auf dem ich war. Und auch mit Relax verbinde ich einfach eine super gute, unbeschwerte Zeit. Ja. Und auch das war eines dieser Songs, wo ich sage, auch heute noch, du legst ihn auf und jeder findet einfach geil. Sehr gut, dann reisen wir jetzt auf jeden Fall mal in deine wilde Zeit. Und jetzt will ich natürlich auch hier jetzt gleich was sehen. Eine wilde Performance, okay? Kein Thema. Der Chef on Air, Radio Frankfurt, verschönert Ihre Mittagspause. Ganz genau so sieht's aus. Jeden Tag holen wir einen Chef eines Unternehmens zu uns in die wunderbaren Skyline-Studios. Und heute ist Marcel Trost vom Dietzenbacher Reisebüro Atlantis bei mir zu Gast. Und wenn ich jetzt da schon mal so einen Experten da habe, ne, da muss ich natürlich fragen, was ist eigentlich dein ganz privates, persönliches, bestes Reiseziel? Boah, Alicia, das ist echt eine gemeine Frage, ja. Weil ich sag's mal so, meine Top 3 ist zweifelsfrei Thailand. Mhm. Ist für mich also eines der faszinierendsten Reiseländer überhaupt. Die Malediven finde ich einfach ausnehmend schön. Und das ist ein Stückchen meiner familiären Herkunft geschuldet, ist natürlich Mallorca, weil meine Mama ist gebürtige Mallorquina. Und für mich ist die Insel so viel mehr als nur Ballermann und Party. Das stimmt. Deswegen, also ganz klar, die drei sind auf jeden Fall immer in meinem Herzen. Also zu Mallorca habe ich auch eine ganz coole Geschichte. Ich wollte nie auf Mallorca, weil ich immer halt dachte, Ballermann, Ballermann. Und dann bin ich mit meiner Mama dahin gereist. Das ist wirklich bis heute der schönste Urlaub für uns beide gewesen. Das glaube ich dir gerne, weil wirklich diese Insel hat so unfassbar viel zu bieten und es hat so schöne Strände, es hat Kultur, es hat so viel Stil und es ist wirklich immer schade, dass es in den Medien auch immer so zerrissen wird. Eine Straße, Aufnahmen von betrunkenen Männergruppen oder sowas, ist eigentlich schade, ist unfair. Das stimmt. Jetzt lass uns nochmal darüber sprechen, was gerade im Moment ja vielen auffällt, ist, dass wir eigentlich auch hier in Deutschland ganz gut Urlaub machen können. Hast du da auch so eine Empfehlung für uns oder so ein Lieblingsfleckchen? In der Tat. Also zum einen muss man natürlich auch an dieser Stelle ganz klar sagen, Urlaub in Deutschland war schon immer sehr, sehr, sehr beliebt. Ist natürlich in diesem Jahr zwangsweise noch viel, viel beliebter für all die, die sagen, ich fahre lieber im eigenen Auto weg. Urlaub in Deutschland als erstes möchte ich gerne heute auch mal wirklich nutzen, kann man auch im Reisebüro buchen. Auch das ist tatsächlich möglich. Alle beliebten Ferienziele kann man ganz mal bei uns buchen. Und zweifelsfrei in diesem Jahr hat sich mehr und mehr durchgesetzt die Mecklenburgische Seenplatte. Ja. Ist einfach ein unglaublich schönes Reiseziel. Es ist zwar von uns aus ein bisschen weiter zu fahren, ja, aber es ist wirklich absolut toll. Ich habe eine wunderschöne Seenlandschaft. Ich kann Ferienhäuser bieten, ich habe tolle Hotels dort, ich kann Boote mieten, ich kann wirklich einen ganz, ganz umfangreichen Urlaub dort buchen. Also wenn ich dir so zuhöre, dann merke ich auf jeden Fall, es gibt noch einiges zu entdecken für mich. Aber jetzt ist es natürlich so, jetzt sitzen wir hier in den Skyline-Studios und wir haben hier den Ausblick auf ganz Frankfurt. Wie sieht es denn aus mit Frankfurt als Städtetrip? Findest du das gut? Finde ich mega, finde ich total cool. Also ich bin nun auch mal schließlich gebürtiger Frankfurter und Yay. Ich finde diese Stadt einfach grandios. Also man muss wirklich sagen, es hat auch hier unglaublich viel, viel zu bieten. Es ist eine Multikulti-Stadt. Wir haben mittlerweile, was ich finde, in den letzten Jahren ist unglaublich viel entstanden, was man wirklich auch als Szene heute nennt. Angefangen von Gastronomie über Freizeitgeschichten. Wir haben so viel, man natürlich die spektakuläre Skyline ist natürlich ganz klar. Und hier mit dem Blick aus deinem Studio ist einfach, wow, da geht einem das Herz auf. Ja, das stimmt. Ist wirklich traumhaft. Man kommt sehr, sehr gerne zur Arbeit. Jetzt ist es so, du darfst dir ja eigentlich bei Chef und Air jetzt die ganze Zeit Lieder wünschen. Jetzt nicht. Jetzt wünsche ich mir was. Und ich finde, es passt auch eigentlich ganz gut. Hör einfach mal, welchen Song ich mir jetzt passend zu dem heutigen Thema ausgesucht habe.
Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Ja, schön, dass Sie bei uns sind an diesem Dienstagmittag. Und bei mir ist immer noch Marcel Trost vom Reisebüro Atlantis in Dietzenbach. Wir haben heute über ganz, ganz viele Sachen gesprochen. Und bei euch dreht sich alles um wunderbare Reisen, die man bei euch buchen kann. Jetzt habe ich natürlich noch eine letzte Frage. Nach Corona geht es ja auch irgendwann hoffentlich normal irgendwann wieder weiter. Was glaubst du, wohin geht da die Reise oder was würdest du dir wünschen? Ja, ich würde mir tatsächlich so etwas wie eine Normalität wünschen. Mhm. Ich habe es ja eingangs der Sendung schon gesagt, wir brauchen ja ein Stück weit die ganze Welt in Ordnung. Und ich glaube einfach, dass die Lehre, die wir vielleicht hieraus ziehen können, ist, dass wir manche Sachen nicht mehr so selbstverständlich nehmen sollten. Ja. Auch Urlaub ist am Ende des Tages etwas sehr Wertvolles und Reisen ist auch eine sehr wertvolle Sache. Und ich denke mal, wir sollten vielleicht lernen, dass wir mit ein bisschen mehr Nachhaltigkeit reisen können, dass wir bestimmte Urlaubsziele einfach wirklich unterstützen sollten mit dem, was wir tun können. Und dann, glaube ich, profitieren alle gleichermaßen davon. Ich hoffe mir einfach, dass es irgendwann soweit ist, dass wir wirklich wieder die wunderschöne Welt, die da draußen auf uns wartet, wieder sorgenfrei bereisen können. Marcel, ich hätte es nicht schöner sagen können. Ich bedanke mich, dass du heute mein Gast warst. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich darfst du dir zum wunderbaren Schluss noch einen Song bei mir wünschen. Und ich sehe da einen Song, den ich persönlich liebe. Das bleibt einer meiner All-Time-Favorites. Deshalb freue ich mich jetzt auch, hast mir auch einen Wunsch erfüllt. Luis Fonsi zusammen mit Daddy Yankee und Despacito. Gibt es eine Geschichte zu dem Song? Ich glaube, dieser Song steht mehr als alle anderen wirklich für das Thema Urlaub und Reisen. Und ich glaube, er hat uns in dem Sommer weltweit begleitet und wie heißt es so schön, da war die Welt noch in Ordnung. Ich finde auch ein dermaßen gute Laune, das steht wirklich für Sommer, steht für Urlaub und damit steht es ein Stück weit für das, was ich mit Herzen gerne tue. Wunderbar, dann reisen wir jetzt gedanklich in Urlaub mit Luis Fonsi und Despacito. Danke Marcel, dass du heute mein Gast warst. Vielen lieben Dank, Alice. Der Chef on Air, live auf Radio Frankfurt.